Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz 2. Das ist jetzt hier schon Part 25 und ich habe gerade mal Part 1 hochgeladen am 16.10. am 15.10. erstmal. Wir haben immer denselben Tag. Wie gesagt, ich mache das auch alles, weil ich Lust auf das Spiel habe, richtig Bock drauf. Das muss jetzt ein paar schweizige Sekunden haben. Ihr habt es gesehen. Wir bauen uns Schneider. Wer kann es lernen, bitte? Oh, hallo Sorak. Du kannst mal als Herr Schneider gegen irgendeine billige Attacke lernen. Billig, billig. Verhöhner ist billig. Ist billig. Ich mache mal besser davor mein Safe State, Leute. Man weiß ja nie, ob wir jetzt kämpfen müssen oder so. Kobalium. Schlitz. Cool. Ich save davor noch mal regulär. Boah, krass. War hier einfach mal so ein Kobalium. Aber warum? Du bist ein Legendary Pokémon. Save schneller, los. Los. Dann noch mal Save State. Cool. Oh mein Gott. Auf welchem Level bist du denn? 45? Komm, das mache ich extra in Slow Motion. Komm, wir versuchen als erstes direkt einen Flottball. Ich kenne die Fangrate von dem Vieh nicht. Flottball. Los, bleib drin. Sweet. Eins. Schade. Turbo-Tempo. Schwächen wir jetzt erstmal. Zack. Oh, was für eine Klinge? Au! Piep. Flammrad. Autsch! Tschüss. Das ist sogar sehr effektiv. Wir brauchen erstmal einen Hypertrank. So. Ich will das fangen und dann kommt das ins Team. Kobalium. Autsch! Ich habe Angst, wenn ich jetzt nochmal Flammrad einsetze. Ich mache das in Safe State. Falls ich verkacke, lade ich den. Leute, weil ich möchte das unbedingt haben. Zack, bam. Okay, es hat überlebt. Jetzt können wir es eigentlich fangen. Und wir versuchen es auch mal. Bälle? Was haben wir denn alles so? Netzball, Hyperball. Komm, wir versuchen es erstmal mit einem Pokéball. Ich glaube nicht, dass es da drin bleibt. Glaube ich nicht. Nein. Aua. Hyperball, los. Ich will nämlich ungern den Meisterball für das verwenden. Was? Warum? Kein einziges Mal. Weiter einsetzen. Los, bleib drin. Los. Alter, was hast du? Was bist du für ein Pokémon? Ich setze einfach mein Netzball ein. Wenn es. Vielleicht ist ja irgendwie ein Käfer-Pflanzen-Ding. Nö, sagt nein. Alter, ich versuche jetzt hier jeden Ball. Superball, außer Meisterball natürlich. Zack. Es wackelt kein Stück, kein bisschen. Aua, tot. Nee, jetzt Pokémon rufen. Bericht. Attacken. Nee. Kann ich nicht irgendwie paralysieren oder so? Nee, habe ich nichts mehr mit Paralyse oder so. Admurai, los. Raus mit dir. Raus ist dein Pokéball. Bälle. Superball verwende ich erstmal. Bleib einfach bitte drin. Eins. Du bist ein scheiß Pokémon, weißt du das? Aua. Bälle, Superball, los. Kein bisschen, Mano, warum? Ich will ungern für den Meisterball einsetzen. Das wäre ziemlich schlecht. Aber dass sie so frisch und legi Pokémon bekommen. Ey, bleibt jetzt endlich drinnen.
Wird uns sauer. Aua, es tut weh. Ich schmeiß jetzt die ganze Zeit Pokebälle los. Dum dum. Ey, ma. Autsch. Hypertrank. Ich will nicht, dass Atmurai stirbt. Nö. Nö. Aua. Ja, ist nicht sehr effektiv. Trotzdem, jetzt bleib in dem Kack-Superball. Dum, 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 eins. Warum wachst du eigentlich nur einmal, du Kack-Ball? Meine Fresse. Das kann jetzt noch ewig dauern. Los. Oh Mann. Kein bisschen schon wieder. Wieso auch? Wieso denn auch, ne? Wieso sollte es auch wackeln, ne? Dum, dum, dum. Ich bin Atmurai, Schott. Will nicht. Autsch. Egal. Ach, ich bin Kobalium. Egal, ob Atmurai jetzt stirbt, jetzt verwende ich den Pokéball. Das war so klar, dass da nicht. Das bringt dich bei der Verzweiflung selber um. Das merke ich jetzt schon. Ma. Wenn ich kein Pokéball habe, werde ich wohl auf den Meisterball zurückgreifen müssen. Also keine Pokébälle mehr. Dann tut es mir auch leid. Dö, 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 dö. Pokéball. Los. Swoot. Swoot. Dim, dim. Och man, Kobalium, bleib bitte drinnen. Bitte, tu mir den Gefallen. Bitte, Kobalium. Deine Pokéball bleibst du sowieso nicht schon, das weiß ich jetzt schon. Wie war das noch mit dem Flottball? Der Flottball ist effektiv, wenn man ihn. Ein Ungeschwör war, der zu Beginn eines Kampfes am wirkungsvollsten ist. Ja, hab ich gesehen. Hyperball. Swoot, swoot, dim, dim. Wieso wackelt das scheiß Vieh nicht? Bleib in dem Kackball drin oder es zerquetscht dich. Mano, du bist doof. Ich sitze jetzt schon 7 Minuten an diesem Kackvieh. Das nächste wäre ich sofort Meisterball, weißt du, wisst ihr? Mano. Ich will aber keinen Meisterball verwenden. Aua, Atmurai ist tot. Okay, dann lassen wir Ampharos. Bälle, Hyperball. Ach, Ampharos hat Statik auf sich. Das bedeutet, wenn er angegriffen wird, dann müsste es eigentlich jetzt Paralyse, bitte. Da hofft man einfach mal einmal auf Ampharos in Fertigkeit und nö, es passiert nichts. Da hofft man einmal darauf. 8 Minuten schon. Ja, Mann! Das sind jetzt schon 8 Minuten, die wir kämpfen, Leute. 8 ganze Minuten. Um ein Kobalium zu fangen. 1, 2, 3 und... Nein! Los, jetzt bleibt drinnen. Hyperball. Dum, 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 dum. 1, 2, 3 und... Ja! Wir haben ein Kobalium gefangen. Sein Körper und Herz sind aus Stahl. Gemeinsam mit seinen Gefährten bestraft er es alle Menschen, die Pokémon verletzen. Ach so. Geil. Geil. Nein, will ich nicht. Geil, Leute. Geil, geil, geil. Aber unser Pokémon-Team ist gebasht. Das ist komplett tot. Ah, ne, gar nicht. Es ist nur Kani und Atmurai, die tot sind. Ich sag schon, unser Pokémon-Team ist gebasht. Ist aber der letzte Part, den ich heute aufnehme. Und danach beanspruche ich, glaube ich, Offscreen-Training mal auf Level 45 oder so. Mal gucken. Hier sind ja hohe Gräser und so alles. Aber vorher möchte ich trotzdem irgendwie noch die Stadt erreichen. So. Haben wir Atmurai erhalten. Die Bälle interessieren mich jetzt nicht. Oh mein Gott. Hoffrau! Ach, Kobalium, warum verwechsel ich den eigentlich immer mit Atmurai? Ich weiß es nicht, Leute. Dö, dö. Okay, was hast du? Schlappohr. Okay, aus Sinnoh. Ich warne dich, wenn du Anziehung ansetzt, ne? Ich hau dich kaputt. Was hau dich dann kaputt, du Schlappohr? Flammenrad.
Überschlag. Aua. Aua. Flammrad. Tschüss. Warum, Leute? Wieso tut ihr mir sowas an? Los, töte es. Töte es. Töte es. Oh, danke, Arcani, dass du trotzdem reinsetzt. Bam. Nö, das darfst du doch nicht stören, Arcani. Nö, das will ich nicht. Aber wir mussten unseren Meisterball nicht verwenden. Das finde ich umso besser. Ich glaube, ein Python, aber den kommt nicht. Bist du dumm? Wie viel verwendest du Meisterball für Kobalium? Hättest auch Hyperball verwenden können und so alles. Ich glaube, das wäre gekommen, oder? Okay, jetzt nicht bei mir, bei anderen, bei die mehr Abonnenten haben und so alles. Bei dem wäre es gekommen. Nein, 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 nein. Oh! Arcani lässt sich wohl nicht so leicht in das Licht finden. Latte, was für ein dumm Zwie? Was bist du? Geistfeuer? Sieht so aus. Also los, Admiral. Los, Admiral, du bist dran. Begrenzer, was hat es versiegelt? Surfer. Und hat recht. Jo, es ist tot. Ja, Level 39 Admiral, geil. Und Level 40 Arcani. Beutel. Ach nee, Pokémon. Da Arcani ja jetzt auf Level 40 ist. Tausch gegen Fasanoob. Admiral kommt als letztes. Item nehmen. Item geben. Da Glücksei. Zack. Zack. Das war so klar. Ein Absol auf Level 37. Oh. Meinst du, das schaffst du, Fasanoob? Ja, ich weiß ja nicht, Fasanoob. Na, mal gucken, ob du es schaffst. Fliegen. Zack. Ab in die Lüfte, 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 Lüfte. Und hier, bam. Oh doch, es schafft's. Schaff's auf jeden Fall. Das müsste Fasanoob auf jeden Fall schaffen. Düm, 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 düm. Es fliegt hoch im Vor. Schwettertons. Okay, und? Waaah! Darum hasse ich die neue Generation meistens. Scheiß Abwehren. Aber trotzdem, das Spiel macht Spaß. Zack, tschüss! Level 37 Absol auf die Bretter geschickt und Level 34 Fasanoob habe ich jetzt. Weil ich finde es besser, wenn die Pokémon alle aufs selbe Level oder so kommen. So. Mein letzter Supertrank ging für Fasanoob aufs Spiel. So. Komm mal weiter. Oh. Was? Hier oben war jetzt nur das Item Sternstück. Wo ist denn dann die Stadt? Okay, welches Pokémon? Sonnenfell. Sonnenfell ist, glaube ich, Gesteinfeuer, ne? Ah, du bist entkommen. Okay, dann mal schnell weiter. Muss ich hier runter? Ne, von unten komme ich, das weiß ich. Hallo, Frau! Na, wie geht's dir so, ne? Ja, bla bla, 1 plus 1 plus 1 gibt. Was? Das ist ein schlechter Scherz. Wieso immer ich? Ich habe zwar zwei starke Pokémon vorne, aber trotzdem. Gefällt mir der ganze Scheiß hier nicht, mit den Dreiern kämpfen. Was heißt bewegen? Nö, du kämpfst schön. Und setzt Fliegen darauf ein. Admurai setzt Kalkling auf Flamara ein. Und du setzt dein Flammenrad auf Ignivo ein. Flammenrad. Schaffst du was, ein Käfer-Pokémon? Jo. Und die Kalklinge wird natürlich abgewehrt. Alles klar. Sehe ich genauso, dass sie abgewehrt wird, Leute. Ja, ist okay. Initiative singen. Initiative singt nochmal.
Kahlklinger. Flammenrad. Und tschüss, bam. Aua. 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 Atme rein, ne? Hä? Ich hab doch gar nicht Dinges eingesetzt. Bist du dumm? Tschüss! Ich hab so das andere Puma angegriffen, nicht dich, Flamara. Avira, du verpiss dich! Gut, Avira ist nicht in die Aufnahmezone gekommen. Trotzdem schließe ich das mal. Weil ich jetzt gerade Avira irgendwie gesehen habe, da kann ich nichts gegen ändern. Dumm. Zack. Dö. Ich setze Luftschnitt ein. Okay, du musst bewegen. Das heißt viel, er muss warten. Aber Atemreit tut das nicht weh. Karl Klinger und tschüss. Das müsste dein Tod sein, oder? Jo, es ist tot. Ich will nie wieder einen Doppelbankkampf sehen. Nie wieder. Zitrubeere. Ja, also ich glaube weiter. Blablabla. Indigo-Stück. Wo ist denn jetzt die nächste Stadt überhaupt? Ach nö, nur weil du vorne bist, war so noob. Schäm dich. Auf Level 35 fliegen. Und hoch. Hui. Ich bin so weg. Und tschüss. Oh mein Gott, das hätte ein Schwertertanz sein. Dann setze ich einfach einmal Luftschnitt ein. Einmal noch Luftschnitt und dann müsste Faser nur auf Level 35 kommen, oder? Jo. Ting. Ach nö. Was? Nö, Lunastein ging nicht, kein Beschnitt. Ich bin weg. Tschüss. Du willst entkommen. Ich hätte dich gehauen, wenn du kein Item gewesen wärst. Komm, komm, bitte. Wieso eigentlich immer ich? Wieso denn immer ich? Zack. Tschüss. Oh, ist hier die Stadt? Ja. Tysera. Hallo Dominik. Was zum Teufel? Es sieht so aus, als hätte ich dich dank der VM-Attacke Fliegen überholt. Danke für die Hilfe im Janusberg. Twinrock City liegt nördlich von Tysera. Aber es gibt da etwas, das ihr beiden hören solltet, bevor du dich auf den Weg dorthin begebst. Ach wirklich? Und worum geht's? Das werdet ihr gleich erfahren, mir nach. Was denn? Ich hab nur noch 1 Minute und ein paar Sekunden. Insgesamt 1 Minute und 30 Sekunden gleich. Ganz recht, wie wäre es denn soweit? 1 Minute und 30 Sekunden habe ich noch. Na schön, dann folgt mir bitte. Dann überziehe ich kurz den Part etwas. Was gibt's, Omi? Direkt hinter Tysera befindet sich ein gigantischer Krater, den man gemeinhin die Riesengrotte nennt. Angeblich sind die Temperaturen in der Umgebung der Riesengrotte kürzlich auf bis zu minus 50 Grad gesunken. Das hat mir zumindest Sharon erzählt. Im Moment ist es leider nicht möglich, dorthin zu gelangen. Die riesige Grotte entstand, als dort vor Urzeiten ein riesiger Meteorit einschlug. Es hieß, dass sein Inneres ein furchterregendes Pokémon barg. Ja, der Meteorit. Nacht für Nacht, so würde es die Lebende, wenn ein bitterkalter Wind durch die Gassen peitschte, suchte diese schreckliche Biest unsere Stadt heim, um Menschen wie Pokémon zu verschlingen. Ein menschenfressendes Pokémon? In ihrer Verzweiflung legten die Menschen mächtige Wälle an, um ihre Siedlung vor dem geringen Scheusal. Ja. Lesen lernen. Aus dieser Zeit stammte wohl auch das ungeschriebene Gesetz dieser Stadt, nachdem das Haus nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr verlassen darf. Und das ist das Ende meiner Geschichte. Vielen Dank für diesen äußerst interessanten Vortrag. Das wird bei meiner Nachforschung eine große Hilfe sein. Na schön, allerseits gehen wir. Wir wollen die Damen nicht mehr weiter stören.
Ja. Alles klar. Diese Geschichte war sehr aufschlussreich, nicht wahr? Dafür, dass man so gut wie nichts über dieses Pokémon weiß, habe ich einen sehr deutlichen Eindruck von seinen enormen Kräften bekommen. Ja, mir ging es genauso. Ein Pokémon mit der Fähigkeit, seine Umgebung in Eis zu umhüllen. Das steht den legendären Pokémon, Drachen-Pokémon, in nichts nah. Bell, diese Geschichte erinnert mich an die Legende von Zekrom, den Pokémon, das einst ganz in Einal mit Blitz und Donnerschlag verwüstet haben soll. Sag mal, Dominik, erinnerst du dich noch an die Legende von Zekrom? Ja. Richtig, ich meine, sie bei unserer Begegnung in Monsterio schon mal zur Sprache gebracht zu haben. Das legendäre Drachen-Pokémon Zekrom erkennt denjenigen, der sich dem Ideal des Wunsches verschrieben hat, als Helden an. Der Körper von Zekrom ist pechschwarz und so kraftvoll wie ein Donnerschlag. Glauben Sie etwa, das legendäre Pokémon hat irgendwas mit dem Pokémon aus dieser Geschichte zu tun, Professor? Bo-bo-bo-und. Der Meteorit ist der Schlüssel. Der Meteorit, sagen Sie? Zekrom wurde aus dem sogenannten Dunkelstein ins Leben gerufen. Wenn wir diesen Dunkelstein aus demselben Material bestünde wie der Meteorit aus der Geschichte, darüber hinaus, wo in der Nähe der Drachenstiege, also dort, wo sie Zekrom aufgehalten hat, dieselben Materialien wie in der Nähe der Riesengrotte gefunden. Damit ist natürlich noch nichts bewiesen, aber als Zufall sollte man es nicht abtun. Ich verstehe nur nicht, warum sich ein derart starkes Pokémon nur bei Nacht zeigt. Was könnte der Grund dafür sein? Wäre es beispielsweise denkbar, dass es kein Sonnenlicht verträgt? Gute Frage, um das herauszufinden, sind weitere Nachforschungen nötig. Aber der Name Tezera stammt aus einer uralten Sprache und heißt so viel wie Baustein oder Umflechten. Dies könnte eine Anspielung darauf sein, dass die Bewohner Mauern um die Stadt ziehen mussten, um sie vor jenem Pokémon zu schützen. So, jetzt aber genug geredet. Dominik, ich rate dir, Lysander über dieses Thema zu erzählen. Ich werde mich nun wieder der Feldforschung widmen. Würdest du mir bitte helfen, Bell? Aber klar doch! Danke, dass ihr endlich aufhört. Ja. Warten Sie! Oh, ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit der Aufnahmesession. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!